Ich habe es ja schon erwähnt, in unserer Schlagerfamilie, da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Mitglieder. Da gibt es den redseligen Enkel oder auch mal den schussligen Schwager. Welcher Typ bist du denn? Wärst du jetzt eher so die ganz liebe und immer nette oder manchmal auch vielleicht die strenge Verwandte? Also ich glaube, ich wäre eine Tante. Ross, lach nicht so dreckig. Ich wäre eine Tante und zwar eine liebevolle Freche. Oh ja. Ja, eine liebevolle Freche. Sehr schön gesagt. Das klingt schon mal gut. Und du hast ja vorhin eine benannt, die zur Schlagerfamilie gehört. Ein bisschen extravagant auch. Ich habe dich aber nicht angeguckt. Ne? Das hast du gesagt. Andi, wie wäre so deine Rolle in der Familie? Ich wäre, wenn ich ein Schweizer wäre, wäre ich der Almöhi. Also der Großvater. Der Großvater wäre ich. Großvater. Übrigens, so eine Tante, die so singen kann wie du, die wünscht sich jede Familie. Das sage ich dir. Wunderbar. Wenn du ein Almöhi wie du wärst, würde ich mir auch. Ja, dann würden wir auf die Berge ziehen. Beatrice, wenn Andi der Großvater ist, wer bist du dann in der Familie? Dann bin ich Heidi. Also ich wäre glaube wirklich die Schwester, die große Schwester. Das ist so, dass mit der man alles besprechen kann. Ja. Wenn man ausgeht, Party gefeiert hat, dann muss man der großen Schwester erzählen, was alles schiefgelaufen ist, dass morgens die Eltern nichts erfahren. So, das wollte ich sagen. Aber Ross, du hast du bist der liebevolle Bruder. Ich dachte, du bist der Bruder. Du bist der liebevolle Bruder. Das könnte ich in Oder der lustigste Nachbar. Ne? Das wäre auch gut. Manchmal bist du aber auch ein kleiner, süßer Nervsack. Schön, dass du drüber lachst.
Es geht schon wieder los. Also, man merkt es, wir sind ein bunter und ein bisschen verrückter Schlager-Zirkus. Und in dieser wunderbaren Schlager-Familie begrüßen wir jetzt ein neues Mitglied. Vor ein paar Wochen haben die Fernsehzuschauer ihn mit einem Rekordergebnis zum Sieger gekürt. Deutschland hat den Superstar gesucht und gefunden wurde ein Gebäudereiniger aus Czernitz bei Leipzig. Dort lebt er mit seiner Zirkusfamilie im Wohnwagen. Ja, er liebt Schlager und er singt Schlager. Und er möchte unbedingt Mitglied in unserer Schlagerfamilie werden. Und er möchte heute Abend auch gemeinsam mit den ganz großen Stars singen. Zum Beispiel mit Ute Freudenberg. Hallo, Frau Freudenberg. Ich freue mich, dich endlich kennenlernen zu dürfen. Bei meiner Mutter lief deine CD öfter mal und da war ein Titel dabei, Jugendliebe. Und da habe ich meine Mama gefragt, ja, wer singt denn das? Ja, das ist die Ute Freudenberg. Oh, der Titel gefällt mir sehr, sehr gut und jetzt freue ich mich erstmal, dich kennenlernen zu dürfen. Vielleicht wird es mit mir den Titel ja sogar mal singen. Würde mich auch freuen. Vielleicht, vielleicht. Also er wird jetzt beim Schlager-Zirkus Ute Freudenberg treffen und vielleicht darf er heute auch mit Ute Freudenberg singen. Aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal mit seinem Hit. Seit 2013 hat es keinen Schlager mehr gegeben, der Platz 1 in den offiziellen deutschen Singlecharts erobert hat. Aber er hat es geschafft mit einem Song von Dieter Bohlen. Eine Nacht. Ja, und ich durfte ihn ja als Juror bei Deutschland sucht den Superstar ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb ahne ich, dass er jetzt ein bisschen Lampenfieber hat, wenn er zum ersten Mal hier im Schlagerzirkus vor den Schlagerstars auftreten wird. Deshalb drücken wir ihm natürlich ganz fest die Daumen für diese, ja doch etwas besondere Premiere. Toi, toi, toi und herzlich willkommen, Ramon Roselli! Ich sag nur eine Nacht.
dass ich hier sein darf. Dankeschön. Lieber Ramon, mal Hand aufs Herz. Wie groß war das Lampenfieber jetzt zum ersten Mal vor den Schlagerstars hier im Schlagerzirkus zu singen? Ja. Also, sehr groß. Sehr groß, muss ich sagen. Also, meine Hände schwitzig. Ich bin total nervös gerade. Natürlich jetzt gute Freudenberg, Anthony Ross, Andy Borg, Beatrice Egli, Florian Silbereisen. Ich habe größten Respekt und ich bin richtig stolz und glücklich, dass ich hier stehen soll. Ehrlich jetzt. Danke schön. Wir freuen uns. Das wird ein spannender Abend werden. Und du hast ja vorhin schon verraten, wie sehr du Ute Freudenberg verehrst. Und vielleicht darfst du ja heute mit Ute singen. Aber jetzt darfst du auf jeden Fall mal die Frage an Ute Freudenberg stellen, die du ihr schon immer mal gerne stellen wolltest. Ja, also, meine Frage wäre, wie schaffst du es immer so zu strahlen? Also, wenn du auf der Bühne bist zum Beispiel. Wie geht das? Das ist, ich bin ein Freudenberg. Nomen est omen. Ich habe einfach so viel Freude am Leben und ich bin so glücklich, diesen wunderbaren Beruf leben zu können und so herrliche Stunden wie mit euch hier verleben zu können. Deswegen ist das für mich, das kommt aus meinem Körper, aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, aus meiner Seele. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Und deswegen bin ich auch sehr oft so freudig. Danke euch. Liebe Ute, du hast ja deine Karriere auch so wie jetzt Ramon bei einem Gesangswettbewerb gestartet. Aber inzwischen ist Ute Freudenberg seit über 4 Jahrzehnten unglaublich erfolgreich auf der Bühne. In 1,5 Jahren 50-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Und nach wie vor gewinnt diese Frau eine Umfrage nach der anderen als beliebteste Schlagersängerin aus allen MDR-Ländern. Zu Recht. Ja. Und liebe Ute, deshalb die Frage, wie schafft man das? Und vor allen Dingen, welchen Ratschlag kannst du Ramon mit auf seine Reise geben? Du hast mich gefragt, wie man das schafft. Man muss immer an sich glauben und einfach immer weitermachen, egal wie tief die Tiefen sind. Und dir möchte ich den Rat geben, achte gut drauf, mit welchen Menschen du dich umgibst und höre wirklich nur auf die guten Berater. Vergiss nie deine Wurzeln und weiß einfach, du sollst wissen, was das für ein großes Glück ist, diesen Beruf leben zu können, wenn es dann so ist, dass du das schaffst. Und ich drücke dir dafür ganz doll die Daumen. Es ist eine sehr, sehr große Ehre, diese Ratschläge entgegen. Sehr gerne. Dankeschön, wirklich. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Lieber Ramon, du darfst heute mit Ute Freudenberg singen. Liebe Ute, jetzt möchten wir natürlich wissen, welchen Schlager, welchen Hit darf er denn gemeinsam mit dir singen? Ich glaube, er hat es ja vorhin so liebevoll anklingen lassen. Hat es auf der CD der Mutti gehört und ich glaube, das möchtest du auch, dass wir beide zusammen die Jugendlieder singen. Ah, würde sehr viel bedeuten. Also auf das dieses... Ich ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber auf dieses Duett, da freuen sich natürlich die ganze Schlagerfamilie. Und lieber Ramon, diese Schlagerfamilie möchte ich dir natürlich heute noch ein bisschen besser vorstellen. Denn ich habe dir ja gesagt, es gibt ganz, ganz viele Mitglieder und wir sind eine sehr internationale Schlagerfamilie. Also da gibt es Mitglieder, die kommen aus Amerika, aus Griechenland, aus Südafrika, sogar wie Andy Borg aus Österreich. Ja. Und besonders viel Verwandtschaft haben wir auch in Großbritannien. Denn von dort kommt beispielsweise unser Schlager-Entertainer Nummer 1. Ja. Also er ist wirklich ein Mann, der unglaublich begeistert. Er hat so wie du vor fast 20 Jahren die Castingshow gewonnen. Vor 7 Jahren hat er dann seine Schlagerkarriere in unseren Festeshows gestartet. Innerhalb kürzester Zeit wurde er zu einem absoluten Schlagerliebling und er präsentiert mittlerweile unzählige Schlagershows hier im MDR. Ich glaube, er war mit seinen Shows in jedem Ort in allen MDR-Ländern zu Gast. Heute freuen wir uns sehr, dass er hier beim Schlagerzirkus zu Gast ist. Herzlich willkommen, Ross Anthony!